Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Infant Factory. Und ja, wir werden heute folgendes tun. Wir werden das hier weitermachen. Und zwar als erstes werden wir mal folgendes tun. Wir werden das hier so bauen. Was anderes, und zwar machen wir das so. Machen wir alles von hinten. Und es sollte dann besser funktionieren. Ich schau mal, ob ich es hinbekomme. Also, wenn dahin geleitet und das hier hochgetrieben. Was denn so? Über die Blöcke hier drüber. Muss ich noch alle zusammenschweißen? Ist es jetzt weitergefahren? Ach, der ist weitergefahren, weil er zusammengeschweißt war. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Toll, muss ich wieder so kompliziertes Ding bauen. Okay, dann muss ich wohl doch, dann mache ich den am besten noch eins höher. Weil dann kann ich den wenigstens, muss ich da wenigstens nicht drauf achten. Und das ist nicht weg. Geht es noch eins höher? Weil dann ja, muss ich das nicht nehmen. Aber es ist, glaube ich, ist aber Maximum. Was, wenn ich es richtig berechnet habe? Nein.
Für das auf jeden Fall Maximum höher kriege ich hier nicht. Hättest du nur 4 Blöcke hochgefahren, war das nicht 5? Wurde auf ihn. Grab. Ich muss doch im Prinzip sowas hier machen. Okay. Das sind auf jeden Fall im Prinzip, das muss ich nur noch, das brauche ich eigentlich nicht. Und jetzt muss ich nur noch, dafür zusammenschweißen. Wer sich ausgefahren, wird eingefahren, sobald... hier was erkannt wird? Das ist ja das... Okay. Ja, okay, damit ja quasi das hier, aber das würde dann trotzdem ja nach hinten geschoben werden, wenn, wenn das quasi nicht mehr aktiviert ist. Das kommt eh später, das passt schon.
zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, zack. Ups, fuck, ich hab irgendwas abgebaut. Mal wieder. Ah, das war der hier. Natürlich sollte ich es auch verbinden. Das wäre wirklich ganz klug. Am besten mache ich es so, oder jetzt einfach. Ich habe nicht nur das abgebaut, ich habe außerdem den hier abgebaut. Ging es zwar nicht auch. Aber geht's nicht mehr. Einfach so. Ist nicht verboten, oder? Wenn ich das immer. Doch. So machen wir. Na, schon wieder. Da ist gar nichts drin. Kein Wunder. Block wird eingeladen. Perfekt. Was sind wir jetzt besten als Trigger? Trigger ist. Und hier der nächste, das hat ja ganz gut gesehen von der Zeit her. Dass es zusammengeschweißt wird, sobald. Ja, nochmal vorne. Das heißt, das hier bekommt sowas hier in Verbindung. Und die wird aktiviert, sobald. Sensor ausschlägt. Das ist ein ganz bestimmter Sensor. Dieser hier. Mal sehen, ob es geht. Es wurde nicht ausgefahren, es ist irgendwo verbunden und kann deswegen nicht ausgefahren werden. Keine Ahnung wo. Ja.
toll. Kommenden Stuff hier nicht gescheit, weil ich kann nicht alles verbinden. Weil der hier muss. Ja, aber der hier kann nicht. Weil es uns sehr verbunden. Den ineinander reinschieben können, wie ein Puzzle. Muss ich das hier umbauen? Ja. Muss den da einbauen und den hier dann. Lass ich da. Passt schon. Mach mal kurz so. Ah, das fällt runter. Das darf natürlich nicht passieren. Hä? Mach einfach so. Das kann ich jetzt aber auch so verwenden. Den kann ich jetzt, muss ich das jetzt so verbinden. Ah. Es hat noch etwas nicht ganz geklappt. Es müsste doch theoretisch noch ein anderer sein, der ja auch zurückgeht. Achso, stand. Achso. Das muss verbunden sein, deswegen. Okay. Aber verschiedene Wege anscheinend, ja. Es ist schon zu früh, wie es wieder zurückgeht. Geht's auch runter. Aber es bleibt nicht lang genug aus. Als dass es gehen würde, also dann. Braucht halt mal ein bisschen länger. Ist das schon so? Ich weiß es nicht. Aber frei. Warte. Ein bisschen zu spät. So, jetzt. Gut, hat geklappt. Und da muss das nur noch jetzt herauskommen. Quasi so und den quasi dann reinschieben oder so. Hier würde gehen, aber ich müsste dann von der Seite theoretisch reinschieben. Also da, wo der ist, müsste ich theoretisch hier. Das Problem ist, dann ist der mit verbunden. Ist das schlimm?
Ja. Ich glaube, wir müssen Doppeltes machen. Geht raus, das geht raus und dann ist es drunter perfekt. Okay, das fährt aus und dadurch fährt das dann auch vor und wir den raustreiben, also wir haben jetzt hier den Auslöser. Ende. Den können wir einfach verbinden mit dem. Nerv mal nicht, blöde Ansicht. Die Ansicht von Steam ist natürlich weiterhin da, weil dieses nämlich dazu da ist, wenn ich Achievements bekomme, dass ihr sie seht. Ah, nein, es hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Jetzt davon abgesehen, dass der Pisten gar nicht ausgefahren ist. Ja, okay, ich muss das nicht. Sorry, ich muss das okay, es funktioniert. Ach, das geht nicht, aber es geht schon, das war nur kurzes Ding, was quasi kurz nicht ging, so. Und zwar aktiviert wird das nicht dadurch, weil das wird so dauerhaft aktiviert, das will ich nicht. Ich weiß noch nicht, wie es aktiviert. Ich weiß noch nicht, wie es aktiviert werden soll, aber das werden wir auch in dieser Folge nicht mehr herausfinden, denn dieses ist voll. Und naja, deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge. Schön, dass ihr zugeschaut habt und ja. Ciao.